Hallo liebe Leute, DJK87 hier und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und heute spielen wir das Super Nintendo Spiel Super Puyo Puyo 2, welches nur in Japan rauskam. Allerdings werde ich dieses Spiel hier mit einem kleinen Englisch-Patch spielen, um halt wenigstens die Texte, die hier auftauchen werden, wenigstens halbwegs verständlich zu machen. Ja, ihr seht schon, Super Puyo Puyo 2. Der zweite Puyo Puyo Teil überhaupt und ja, 95 kam das Spiel raus. Ja, auf jeden Fall, ja, Super Puyo Puyo 2, ja, hat auf jeden Fall neue Modi im Vergleich zum ersten Teil. Der erste Puyo Puyo Teil ist vergleichbar mit Kirby's Ghost Trap oder Dr. Robotnik's Mimi Machine, welche bei uns ja verwestlicht wurden. Zwar nicht unter dem Namen Puyo Puyo, aber halt mit anderen Charakteren, mit bekannten Charakteren. Ich brauche nicht einstellen. Und ja. Dafür haben sie da den Versuch halt mal gestartet, das im Westen rauszubringen, aber scheinbar war es nicht erfolgreich genug, dass sie dann halt die nachfolgenden Teile halt überhaupt nicht hier rausbrachten. Wie beispielsweise Super Puyo Puyo 2. Und deswegen dachte ich mir, ja, mache ich hiervon doch ein Let's Play, weil ich schon ein paar Puyo Puyo Spiele als Let's Play gemacht habe und dieser Teil in der Reihe auf jeden Fall auch noch fehlt. Und deswegen würde ich sagen, starte ich mit euch direkt durch, denn es ist ein tolles Puzzlespiel, wie ich finde. Und ich hoffe, ich werde hier gegen diese Computer nicht allzu viele große Probleme haben. Naja, wir werden ja sehen, wie ich mich in diesem Super Puyo Puyo 2 Let's Play schlagen werde. Also bei Puyo Puyo 3, also Puyo Puyo Sun ging's ja eigentlich noch, aber naja. Wir werden sehen, wie es abgeht. Also ich kann euch schon mal so viel vergewissern, wenn ihr ein Let's Play erwartet, wo ich jetzt wirklich Profi habt in diesem Let's Play durchrutsche oder so, die Gegner ohne große Probleme besiege, seid ihr schon mal fair am Platz. Denn ich denke mal, ich werde bestimmt hier später oder so auf jeden Fall etliche Versuche brauchen. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, zwischen einfach und normal auszuwählen, wenn wir die Story hier spielen wollen. Bei einfach würden jetzt nur drei Level zur Auswahl stehen oder ja, überhaupt nur drei spielbare Level sein, glaube ich. Und bei normal spielen wir halt, ja, das komplette Spiel, also es ist auf jeden Fall länger. Und ja, dementsprechend wird es dann auch von Zeit zu Zeit richtig härter. Im Prinzip wie bei Kirby's Ghost Trap oder Dr. Robotnik's Mimi Machine, falls ihr das mal gespielt habt. Gut, jetzt haben wir 8 Gegner zur Auswahl. Ich kann jetzt mit A sozusagen den Cursor anhalten und nehme erstmal Skeleton T, den trinkenden Skelett. Hey, hör auf rumzuschlürfen und geh mir aus dem Weg. Boah, reg dich ab. Hey, nimm einen Schluck von meinem Grüntee. Niemand Lebendiges würde deinen giftigen Tee trinken. Ah, du bist ein cleveres Mädchen. Wie wär's mit ein bisschen Gras? Du hast mich. So schnell komme ich gar nicht mit. Ich würde auf meinen Mund aufpassen, weil du von einem Skelett bekremt wirst. Oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall, das ist Skeleton Tee. Der möchte gern grünen Teetrinker, der ja gerne mal hier für Unruhe sorgt, könnte ich mal sagen. Naja, ich denke mal, diejenigen, die mein Puyo Puyo 7 Let's Play gesehen haben, werden auf jeden Fall diesen guten Gesellen hier auch wieder erkennen. Ja, auf jeden Fall, hier hat er auch einen Auftritt. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon in Puyo Puyo 1 einen Auftritt hatte. Weil das allererste Puyo Puyo habe ich so an sich noch gar nicht gespielt. Ich habe ja, ja, das zweite Puyo Puyo Teil ist überhaupt der erste Teil, den ich in der Reihe überhaupt mal gespielt hatte. Nachdem ich mich irgendwann über das Spiel mal richtig erkundigt habe. Naja, wir müssen auf jeden Fall halt 4 solche Blobs oder Puyos, wie sie genannt werden, miteinander verbinden. Sobald wir das tun, kriegt der Gegner auf jeden Fall, ja, sogenannte, wie nennen sie dich? Wie nennen die sich jetzt? Block-Puyos oder auf jeden Fall unsichtbare Puyos schicken wir dann rüber, damit der Gegner da halt sozusagen blockiert wird. Und man kann halt teilweise so Ketten machen, dass man halt etwas mehr Puyos auf den Gegner rüberschickt, aber das erfordert schon ein bisschen Taktik und ja, ein bisschen Übung, das Ganze hinzukriegen. Und naja, es ist auf jeden Fall nicht gerade einfach und naja, auf jeden Fall kann ich euch schon mal so viel sagen. Es macht einfach nur Spaß, wenn man wirklich den Bogen bei solchen Spielen raus hat. Deswegen mag ich Puzzlespieler eigentlich. Und deswegen mache ich auch dieses Spiel als Let's Player und ich habe es vergessen. Ja, mir fehlt ein Blauer, egal. Ich habe Skeleton T schon besiegt. Das war unser erster Gegner. Und am Ende des Levels erhalten wir halt Punkte und auch Erfahrungspunkte, die wir halt brauchen. Um halt, ja, ins nächste Level zu steigern. Wie ihr seht, da auf der linken Seite bei Ali, so heißt,
die gute Frau, die wir hier spielen. Ich nehme jetzt mal den Mini-Zombie. Ja, stehen auf jeden Fall Punkte. Na gut, dazu gleich aber noch. Ih, ekelhaft! Ist doch nur ein Auge. Okay. Ich finde dieses Spiel einfach nur genial. Naja, ab geht's für Level 2. Ja, auf jeden Fall zu den Punkten, die da bei Ali stehen. Das sind auf jeden Fall die Punkte, die wir halt, ja, so ähnlich wie in einem RPG, man halt für ein Level-Up halt auch Erfahrungspunkte sammeln muss. Muss man hier halt sogenannte Erfahrungspunkte sammeln, um halt... ich habe hier was falsch gemacht. Scheiße. Um halt sozusagen, ja, ein Stockwerk höher zu kommen oder in die nächste Phase des Turms sozusagen. Mir fehlt mal wieder ein Blauer. Das ist so typisch. Ja, und dementsprechend müssen wir halt die Spitze erreichen, damit wir gegen den letzten Boss antreten. Je nachdem, wie schnell wir ein Level schaffen und wie gut wir Ketten machen und so weiter und so fort, steigern sich natürlich die Erfahrungspunkte, die wir kriegen können. Und desto mehr Erfahrungspunkte, ja, desto schneller bringen wir das Level hinter uns sozusagen. Und je länger wir hier bleiben, desto mehr Gegner müssen wir auch noch bekämpfen. Das heißt, es ist dann, ja, ziemlich ätzend auf Dauer, gegen so viele Gegner dann hier spielen zu müssen, weil es sind wirklich viele, wenn man zu lange braucht. So viel sei schon mal gesagt. Und, naja, genau, hier will ich eine Kette machen. So, so einfach geht das. Aber wenn man wirklich richtig professionelle Ketten machen will, dann, ja, muss man das Spiel schon ziemlich lange üben. Und so weiter und so fort. Aber naja, wenn ich mal so überlege, dass dieser Zombie auch schon besiegt ist. Okay, das sind die ersten Level. Noch läuft's gut. Ja, wenn ich mal überlege, bei den neueren Puyo Puyo Teilen, also ab Puyo Puyo Fieber, ist es ja so, dass das Spielprinzip viel einfacher geworden ist. Ich nehme mal den. Nomi! Nomi heißt Nomi, weil er Nomi ist. Nein. Niemand ist hier! Hallo! Oh nun, dann werde ich jetzt mich auf den Weg machen. Von wegen. Das Ding ist wütend geworden. Was auch immer es darstellen soll, es ist ein kleiner Punkt irgendwie. Ein kleiner Käfer oder sowas. Naja, wenn ich Japanisch könnte, dann könnte ich sogar übersetzen, was da jetzt geschrieben steht. Warum haben die das nicht übersetzt in diesem Englisch-Pitch? Ich finde es ja schon genial, dass es wirklich solche Fans gibt, die dieses Spiel auf Englisch übersetzen, weil, wie gesagt, es kam ja nie außerhalb Japans Super Puyo Puyo 2 und überhaupt die anderen Puyo Puyo Teile bis Puyo Pop Fever. Da kam es ja mal wieder hier in unserem Land. Allerdings, ja. Finde ich schon ein bisschen schade, dass so wenig Puyo Puyo Spiele hier bei uns veröffentlicht werden. Ist ein bisschen schade, dass hier im Westen sozusagen Puzzlespiele mehr unbeliebt sind, weil sonst würden die hier wahrscheinlich häufiger verkauft werden. Das ging schnell! Okay, ja, würde ich jetzt mal so sagen, deswegen finde ich es ein bisschen schade. Tut mir leid, dass das so schnell ging, das war jetzt ein bisschen überraschend für mich. Okay, wen nehmen wir jetzt? Nein, okay, egal, nehmen wir das Schaf. Ich glaube, ich werde nicht mehr alle Gegner hier bekämpfen dürfen. Ah, wie süß! Was? Tut mir leid, aber ich kann nicht verstehen, was du mir sagen willst. Wie schade. Das ist so geil. Da kann das Schaf ja doch noch sprechen. Aber habt ihr die Schafensprache verstanden? Ich nicht. Ich habe nur meh verstanden. Naja, sowieso wäre es schon ein Wunder, wenn man irgendwie die Schafe verstehen könnte oder überhaupt Tiere verstehen könnte. Wäre an sich mal was Tolles eigentlich, aber... Naja, dazu sind wir Menschen nicht in der Lage. Das müssen wir in Videospielen ausleben. Die Sprache der Tiere zu verstehen, lenk mich doch am Arsch. Jetzt muss ich es doch nicht gleich hier übertreiben, hier mit ihren Puyos. Dass sie mir hier ihre Block-Puyos rüberschickt. Ja, das ist sehr unfreundlich von dir. Naja, schauen wir mal, wie ich mich gegen die hier schlage. Jetzt wird es auf jeden Fall schon etwas kniffliger. Weil die Gegner schon etwas mehr an Intelligenz zunehmen. Während meine Intelligenz abnimmt. Naja, das ja weniger, aber meine Reaktionsvermögen... Naja, sagen wir mal so. Ich kann auf jeden Fall dann mit den Gegnern nicht mehr so schnell mithalten. Auf Dauer. Na gut, eine Zweierkette habe ich noch gekriegt. Wenigstens was.
Wenn ich das hier... Okay. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass ich das hier vernünftig mache. So, dann könnte ich da auch noch eine Kette machen. Genau, jetzt brauche ich noch einen roten. Dann geht's erstmal richtig los. Dann geht's los und so. Na gut, mögen wir eine Dreierkette machen? Ach, schade. Die blauen wurden nicht erwischt, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Das kann auch mal passieren. Naja, so einfach ist das dann doch nicht mit den Ketten. Manchmal mache ich auch Ketten unbewusst, dass dann halt so eine extreme Kette rauskommt. Aber das passiert eher selten. Würde mich wundern, wenn ich das in diesem Let's Play mal schaffe, weil denken und reden, naja, fällt uns Männern wirklich sowieso sehr schwer. Vor allem bei Puzzle spielen. Warum mache ich das überhaupt als Let's Play? Weil ich Lust zu hatte.